Musik muss berühren, Alter. Egal in welcher Form. Genau für all die Leute ist es. Leute, die Träume haben, daran festhalten, die nicht aufgeben. Hey, liebe Leute, mein Name ist MPNG und es ist wieder soweit. Eine neue Folge von I Love to Jam erblickt das Licht der Welt. Heute haben wir eine wahre Hip-Hop-Legende zu Gast. 20 Jahre ist er schon im Game und seine Single Vergesslich vom Jahre 2001 ist und bleibt unvergessen. Er hat über die letzten Jahre ganz viele bekannte, erfolgreiche Songs geschrieben, nicht nur für sich, sondern auch im Background als Songwriter, für Adel Tawil, für Sascha, für Glasperlenspiel und. Heute ist er nicht alleine zu Gast, sondern hat seine Feature-Gästin mitgenommen. Sie hat eine bezaubernde Stimme, aber das werdet ihr gleich alles im Anschluss sehen. Jetzt geht's erstmal in den Talk. Wir werden ganze 2 Songs alle zusammen performen heute. Es bleibt spannend. Viel Spaß bei I Love to Jam with Nico Suave. I Love to Jam. Herzlich willkommen zu I Love to Jam, Nico Suave. Vielen Dank. Cool. Du hast den weiten Weg von Hamburg hier nach Berlin aufgenommen. Ich bin einfach so happy, dass so jemand, der so lange im Business ist, hier zu mir in die Show kommt. Ich bin froh, dass ich gerade in diesen Zeiten irgendwie eine Bühne habe. Ne? Also deswegen war für mich sofort klar. Aber ich habe dich ja über Instagram irgendwie uns connected. So, ich feiere ja deine Bass-Videos so und glaub, da hab ich habe mal irgendwas gepostet oder dich angeschrieben und dann kam, ich glaube, dann hast du mich auch gefragt, ob ich mal kommen will. Habe ich nie geantwortet und dann hat Rich, dein Drummer, mich angeschrieben und dann war ich so, ey, auf jeden Fall. Du kommst ja aus Menden. Genau. Das represent. Was represent. Dendemann ist auch bei dir in der Gegend aufgewachsen. Genau, Dendemann richtig? Kommt auch aus Menden, ja. Ja, und bist dann auch in jungen Jahren schon nach Hamburg gezogen, um Rap zu machen, um Rapper zu werden. Stimmt das mit dem Briefträgerberuf? Stimmt, ja, ja. Also das Ding ist, ich habe es nicht gelernt. Ich habe einfach irgendwann mal einen Job gebraucht und habe okay. dann irgendwie, weil ich glaube, ein Kollege von mir hat das gemacht. Meine, das ist der lockerste Job, war es auch. Hm. Und dann habe ich das irgendwie ein paar Monate gemacht. Und Dendemann ist einen Tick vorher nach Hamburg gezogen, hat so seine Solo-Karriere bzw. Gefährliches Halbwissen 1-2 aufgezogen und da war ich auf dem Album wieder drauf und dann haben mich quasi, es war alles so in dem Zeitraum, da habe ich die ersten Leute halt irgendwie wahrgenommen, dann habe ich die ersten Shows mitgespielt, also da hat er mich eingeladen und den Song performt, auch in Hamburg und dann ging eigentlich die Reise los. Direkt crazy. In den Nightliner gestiegen und direkt irgendwie auf Tour gefahren. Und das ging dann so weiter bis zu dem ersten Erfolg. Genau, also ich habe dann, auf der 1-2-Tour jemanden kennengelernt, der wiederum bei einem Management gearbeitet hat und dann ging es relativ schnell so von heute auf morgen sozusagen. Crazy, das war wirklich crazy, ey, weil. Keine Ahnung, wenn du so, guck mal, zu der Zeit, als wir angefangen haben, Hip-Hop zu machen, da gab es diesen Berufszweig Rapper noch nicht, so, weißt du, das heißt, um Ghetto Blaster rumgestanden, gefreestylt, so, weißt du, mit ein paar Jungs und das war einfach überhaupt nicht, also man hat es gar nicht in Erwägung gezogen, ne? Und dann ging ja Hamburg ziemlich steil, so Ende der 90er und ja, auf einmal war ich da und bin so in das kalte Becken gesprungen, das war schon, war eine krasse Zeit auf jeden Fall. Sehr intensiv und vieles so an mir vorbeigeschossen, was dann erst Jahre später irgendwie mir bewusst wurde, was es eigentlich eine Zeit war. So, ne? Du bist jeden Tag in einer anderen Stadt aufgewacht. Jeden Tag andere oder? Stadt, Digi, ey, dann so auf einmal vor 30.000 Leuten spielen, weißt du, und vorher kannst du irgendwie das in meinem Jugendzentrum vor 30 gespielt hast. Ne? Und auf einmal stehen da so eine Menge Leute und dann musst du das irgendwie machen. Und es hat alles all natural irgendwie funktioniert, aber es ist halt so an mir vorbeigeflogen, dass ich mir dessen, als ich dann angefangen habe, das zu vermissen, in der Zeit danach, wo es halt ein bisschen schwieriger war, da wurden mir viele Sachen erst wirklich bewusst. Wie ist es so für dich auch jetzt aktuell? Du kommst mit neuer Musik, du bist am Start, aber ich meine, du hattest auch sehr viele Pausen danach, sehr viele Lücken genau. danach. Wie ist es für dich klarzukommen mit dieser schnelllebigen Zeit gerade? Also 2 Minuten 30 Songs, 2 Minuten 50 Songs, ja, jeder, am besten jeden Freitag eine Single und so weiter. Wie stehst du dazu? Ehrlich gesagt, so, ich genieße das gerade so. Weißt du, für mich war eigentlich so, dass ich nochmal ein Album mache, war lange Zeit so ein bisschen abgehakt. Ich habe eigentlich eher so familiär bedingt so, meine Frau ist auch Sängerin, viel auf Tour gewesen und wir haben ein paar Kinder. Schön. Und das war so, okay, wie managen wir das? Und ich habe gesagt, okay, ich kann das
managen, aber ich muss Mucke machen. So, mein Leben ist Musik. Mhm. Ne? Ja. Und habe dann angefangen, für andere Künstler zu schreiben, was erstaunlich gut funktioniert und funktioniert hat. Und insofern war für mich da so der Fokus, weißt du? Und ich habe da irgendwie so meine Zukunft drin gesehen, weißt du? Wer schreibt, der bleibt, so, weißt du, ich meine. Stimmt, das ist wie auch, also wie bei Büchern, ja, exakt, oder in der Schule, auch so bei Musik. Ich meine, ja, und für mich war immer so das Geile an der Sache, so, dass ich so meinen Kindern meine Rechte einfach übertrage, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, so, weißt du? Und das war für mich einfach so das Ding, dass ich gesagt habe, okay, ey, ich will das unbedingt machen. Habe mich dann gefragt, warum habe ich das nicht schon vorher gemacht, weil es halt so gut funktioniert hat. Und jetzt habe ich, dann habe ich aber trotzdem so die Juwelen, weil ich natürlich immer so, okay, alles klar, ich muss auch mal und ich will auch eigene Tracks machen. Ne? Aber ich hatte das Umfeld nicht. Und die Juwelen aber so, die ich geschrieben habe für andere, die habe ich schön immer beiseite gelegt, so, weißt du? Und wusste, irgendwann wird dieser Zeitpunkt kommen, dass ich wieder ins Studio gehen kann. Und dank Corona, das ist aber auch das einzige Ding, was ich der Bitch irgendwie verdanken kann, hatte ich die Möglichkeit, überhaupt ein Album zu machen. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Manager hatte, der eigentlich noch nicht mein Management gemacht hat, aber mich schon anderthalb Jahre lang begleitet hat, den ganzen Prozess, und der mich immer wieder motiviert hat. Und jetzt ist das Album fertig. Fett, okay. Aber wann wird das gedroppt, das Album? Das kommt im Herbst. Im Herbst, okay. Ja, wir bringen jetzt erstmal ein paar Singles, ja, weil ich war lange nicht da. Und das ist ja auch klar, so, weil zu deiner Frage, es ist ja heute so, wenn du das Album droppst, dann ist die Story erzählt für Spotify. Dann ist es so, okay, du kommst in keine Playlist mehr rein, großartig. Du kannst nichts mehr pitchen, so, weißt du, kannst Glück haben, dass du in irgendwelchen Playlisten landest. Deswegen macht es in meinem Fall total Sinn, zu sagen, ey, lass uns erstmal Singles droppen und gucken, dass wir wieder Fuß fassen. Ne? Und jetzt haben wir das erste Ding mit Johannes Oerding gedroppt. Gedankenmillionäre. Läuft sehr gut. Ja. Genau, und jetzt kommt das nächste Ding mit Emmy. Camouflage, weißt du? Und da bin ich sehr gespannt, weil das wird eine Challenge. Ne? Mit Johannes hast du natürlich einen Player, der irgendwie eine fette Fanbase hat und viele Türen sind da offen. Mit Emmy wird es auf jeden Fall eine Challenge, aber ich bin total Fan von ihrer Stimme. Cool. Die Nummer ist krass. Also ich wollte noch mal, sorry, dass ich dir rein. Ja, ich habe gerade gesagt, dass er mir ins Wort fallen wird. Was ist los? Nee, mich interessiert wirklich persönlich, für welche Künstler du auch schreibst im Hintergrund und so. Das sieht man ja nicht so in der Öffentlichkeit. Oder darfst du darüber reden? Willst du darüber reden? Also, ich rede einfach drüber. Ehrlich gesagt, die erste Nummer habe ich angefangen. Ich habe viel im Boogie Park in Hamburg Zeit verbracht. Das ist so ein legendäres Hamburger Studio, wo Lindenberg und so schon gespielt aufgenommen haben. Ja. Und zu der Zeit war Adel Tawil da, hat sein Album gemacht, und ich habe zwei Freunde da, Patrick und Ricardo, und die haben das Album mitproduziert. Und dann haben wir eine Nummer gemacht und die ist auf seinem Album gelandet. So. Und dann ging das eigentlich los. Ey, keine Ahnung, Janet Biedermann habe ich super viel gemacht, Sascha habe ich viel gemacht, Glasfanspiel habe ich gemacht. Also viel Pop kam. Und ich glaube, das kannst du nur machen, wenn in dir irgendwie was schlummert, was dir, ja, was einfach so da Ideen bringt und das bedienen kannst. Es gibt viele Rapper, die können halt rappen, so, aber ich habe gemerkt, okay, in mir tickt da irgendwo auch eine poppige Ader so, und das habe ich gespiegelt auf das jetzige Album einfach so. Weißt du? Und es geht jetzt weiter. Also jetzt habe ich das Album fertig. Jetzt hatte ich gerade schon wieder mit einem Künstler oder mit Künstlern habe ich eine Session gehabt. Also es geht weiter. Ich will mich da jetzt so richtig ausbreiten. Ich meine, wer, wenn nicht du, ich meine, Im Rap, ja, wer, wenn nicht du, und im Rap setzt man sich so viel mit Worten auseinander, wie Wörter klingen, die Länge und so weiter, man kann da viel besser umgehen und kann somit auch einem Popsong beisteuern. Und was ich gemerkt habe, was ich extrem abfeier, ist halt im Team zu arbeiten, so, weißt du? Also, guck mal, ich habe jahrelang meinen Kram immer selber gemacht. Klar, die Musik immer mit anderen Jungs zusammen, aber im Grunde genommen, so was die Lyrics anging, war ich immer komplett so bei mir und habe das gemacht. Aber ich habe gemerkt über die Writing-Sessions, dass es halt viel geiler und effektiver ist, mit anderen Leuten zu arbeiten, die also auf ähnlichen lyrischen Levels sind. So. Ja, es gibt Songs auf dem Album, die habe ich alleine geschrieben. Es gibt aber auch Songs, die sind im Team entstanden, aus einer Situation heraus. Was ich auch nicht verwerflich finde, so, weil am Ende des Tages ist es eben meine Sprache. Ich bringe das Ding halt so, wie es vielleicht kein anderer rüberbringt, weil ich erzähle meine Geschichten. Aber ich habe gemerkt, so, das macht mir einfach extrem viel Spaß.
Weißt du, sonst ist so ein Kopf weg, du sitzt zu Hause, dann verrennst du dich, dann stellst du wieder alles in Frage, schmeißt weg und im Team kommst du einfach schneller ans Ziel. Und ihr seid dann ein Team von, was auch immer, 4, 5 Leuten, ja, im Studio? Ja, oder 3. Da ist ein Produzent, genau. Du bist da als Texter, genau. Topliner und so weiter. Genau so. Okay. Und es macht halt super viel Spaß und ich will es eigentlich so weitermachen. Mhm. Das ist so mein Ding. Ich bin auch Teamplayer, ich habe jahrelang extrem viel Basketball intensiv gespielt, so, war auch nicht so schlecht. Und das, ich bin halt nicht so der Einzige. Mhm. Ich mag einfach Leute um mich rum. Ja, das ist cool, wenn man einfach verschiedene Gedanken. Ich meine, wenn man einfach selbst nicht weiterkommt, im Studio wie im Leben. Ja, genau. So, weißt du, ansonsten, ich laufe ja auch nicht mein Leben lang allein durchs Leben, genau wie du sagst, aber ich finde es halt auch, ne, ich kann das schon nachvollziehen, so, weißt du, so, ey, so, wie der schreibt seine Texte nicht selber und so, weißt du, was ich meine? Also nicht jetzt ich, sondern Künstler an sich. Weißt du, viele verlieren ja so den Respekt, so, ne? Aber ich sag mal, Drake, so, das war ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr so ein Riesenthema. Ich meine, keiner macht wie er, keiner klingt wie er, weißt du, was ich meine? Und der muss auch niemandem mehr was beweisen, weil der ist nur da hingekommen, wo er ist, weil er seinen Shit alleine gemacht hat. Aber wenn er jetzt halt irgendwie in einem Team arbeitet, ich finde es völlig legitim, weil wenn ich ein Beatbauer bin und ich kann aber keine Gitarre spielen, dann hole ich mir auch einen Gitarristen. Und der Gitarrist bringt vielleicht auch wieder eine Idee mit, die den Song nach vorne bringt. Weißt du? Deswegen, ich bin völlig dafür, dass man sich da komplett öffnet und sagt so, ey, scheiß auf irgendwelche Rules, so, weißt du, einfach so. Am Ende ist sowieso, Song ist immer King. Das Ergebnis zählt, ne? Immer. Ob der Song dich berührt oder halt eben nicht. Exakt, und ob du das Feeling, was ein Song machen muss, transportieren kannst. Und das ist ja eh auch so ein Ding, was ich lange nicht begriffen habe, was eigentlich Mucke eigentlich machen muss. Musik muss, was muss berühren. Was muss ein Song? Musik muss berühren, Alter. Egal in welcher Form. Bin ich aggro und brauche was, was mich runterholt, weißt du, was ich meine? Dann habe ich die Musik, weil sie berührt mich und sie bringt mich anders, weißt du? Oder ich will aggro sein und ich bin aggro, also hole ich mir auch Mucke, die irgendwie aggro ist. Das muss emotionalisieren. Und ich habe lange Zeit halt immer nur gespittet, so, weißt du, was ich meine, und habe wenig Emotionen reingelegt. Und schon beim letzten Album habe ich das begriffen, dass es darum geht. Ich meine, ich hatte da den Song Danke und da haben halt immer die ersten 3, 4 Reihen, was schon irgendwie 1000 Leute waren, haben geheult in den ersten Reihen. Und das sind halt so, da merkst du, okay, ich habe da was richtig gemacht, so, weißt du. Das bewegt, das ist, Musik ist einfach so krass, du kannst eine Stimmung erzeugen, die du nicht irgendwie mit Worten oder auch mit Einreden oder sonst irgendwas kreieren kannst. Also Musik muss berühren. Und wenn sie das nicht tut, dann ist sie auch egal. Du hast auch jetzt auf deinem neuen Album, wie du schon gesagt hast, den Song mit Johannes Oerding, Gedankenmillionäre. Ja. Den hast du auch selbst geschrieben, also die Lyrics dazu hast du selbst geschrieben. Aber selbst der Song ist auch im Team entstanden. Auch im Team entstanden. Und auch ein großes Team, ehrlich gesagt, weil der ging durch diverse Hände. Okay. Ein Freund von mir aus Frankfurt hat ein Beat-Layout geschickt. Alles klar. Und dann habe ich rumgeflasht, dann habe ich das René geschickt, der kam dann mit einer Melodie-Idee, so dann bam, 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 hatten wir die ersten Lines. Dann war ich im Boogie Park damit, dann war ich später bei den Jungs, die mein Album produziert haben, J.O.D., schönen Gruß. Also, das ist einfach manchmal so. Also reich werden wir damit nicht, aber wir haben halt zumindest in irgendeiner Form Geschichte. Ihr habt die Millionen nicht auf der Bank, sondern in den Gedanken. Genau, für all die Leute ist es. Leute, die Träume haben, daran festhalten, die nicht aufgeben, in die Tat umsetzen. So, weißt du, das sind so, die Gedanken. Das sind Gedankenmillionäre für mich. Wie hast egal, ob du Musiker bist, egal, ob du im Office bist, egal, was du machst, so, weißt du. Für all die Leute, die einen freien Geist haben. Ich hatte auch so ein Erlebnis, es ist voll random eigentlich. Ich war am Flughafen und dieser Security war einfach der netteste Mensch ever. Ich habe gesehen in seinem Gesicht, ey, der hat einfach seinen Job geliebt. Und ich weiß nicht, so einen Job kann man auch irgendwie, natürlich, wenn du merkst, wenn die schlecht drauf sind und so. Aber keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum man so einen Job lieben kann als Security beim Flughafen. Aber er hat es geliebt, er war nett zu den Leuten, er hat einfach geile Energie versprüht und so weiter. Und sowas feiere ich einfach. Aber lustig, dass du das sagst, ich habe nämlich letztens auch mit jemandem darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mit wem, aber da ging es auch genau darum. So, weißt du, für uns ist das so voll wichtig und andere Leute gehen, was weiß ich, vielleicht sogar bei Aldi an die Kasse und sagen, ey, ich liebe das irgendwie, manchmal komme ich mit Leuten ins Gespräch kurz und so, einfach so, ich habe ein geiles Team um mich rum, so, ne, das,
keine Ahnung, du kannst irgendwie den geilsten Job der Welt haben, hast aber nur abgefuckte Leute um dich rum, weißt du, und hast deinen Job eigentlich und machst ihn nur wegen der Kohle und ja. Zum Glück, das Privileg. Anderes Beispiel mit Musik, ich meine, ich habe diese Britney-Doku gesehen letztens, das ist ja auch... Okay, ich habe schon gar nicht gesehen. Ja, also... Ich habe eine Biggie-Doku gestern. Okay. Also, okay, die muss ich mir anschauen. Worum geht's da? Im Grunde, sie wird komplett bevormundet von ihrem Vater. Mhm. Und sie kann, ich meine, sie spielt Shows, die Millionen Euro Gage abwerfen und sonst was, aber... Ist nicht glücklich. Ist nicht glücklich und kann keine eigenen Entscheidungen treffen. Wie hast du denn Johannes kennengelernt? Johannes habe ich irgendwann vor Jahren... Johannes Oerling, für alle zu hören. Johannes habe ich irgendwann schon vor Ewigkeiten im Restaurant kennengelernt, auch zufällig. Weil in der Bullerei des Restaurants in Temelzer haben immer so Secret-Gigs stattgefunden. Mhm. So einen Tag vorher gab es dann eine WhatsApp irgendwie so, ey, Gentleman spielt, bla bla, kommt alle vorbei. Geil, boah, ich hab davon mal gehört. Und das war richtig krass. So cool. Das war wirklich krass. Und die Hamburger Szene ist halt relativ klein. Mhm. Und wenn da mal was los ist, dann kommen halt natürlich alle dahin. Und da haben wir uns getroffen das erste Mal, genau. Vor wie vielen Jahren? Boah, 8, 9 Jahre bestimmt. Aha. Und dann waren wir schon öfter im Studio zusammen. Also ich hatte schon öfter irgendwie hier cleveren Einfälle, sage ich mal, und habe ihn dann rangeholt und der Song ist dann nie erschienen, so, weißt du? So, ah nee, war doch nicht so die geile Idee irgendwie. Und er hat immer abgeliefert und kam immer vorbei, weißt du? Aber deswegen war es für mich irgendwann so, ah okay, ich habe diesen Track, ich höre da Johannes drauf, aber kann ich den wirklich nochmal anfragen? Also ich meine, der hat ja jetzt so mittlerweile, wollen alle mit ihm arbeiten und ich war so, boah, ich habe es ein paar Mal irgendwie gefühlt verkackt. Aber ich dachte mir, okay, das Nein habe ich eh schon, also frage ihn einfach. Und er hat das Ding gehört und hat es extrem gefeiert und dann kam er ins Studio und hat noch Akustikgitarre eingespielt und so ein Kram. Und ja, boom, ist eine Single geworden und läuft richtig gut. Also für mich ist ja auch total krass, ich war jahrelang gar nicht da, das Business hat sich voll geändert, dies, das, jenes. Und dann kommst du gleich mit der ersten Nummer und dann knallt halt mal kurz. Das ist schon ein geiles Feeling, so, weißt du, einfach zu wissen, okay, A, das ist, was ich mache, mache ich nicht so verkehrt. B, auch die Tatsache, dass ich halt jetzt gefühlt besser aufgestellt bin denn je, weißt du, mit einem krassen Team um mich herum, weißt du, die irgendwie, weil ich bin jetzt auch keine 20 mehr, weißt du, und an allen Ecken hörst du immer nur so, ey, Universal, keine Ahnung, die setzen eine Altersgrenze so gefühlt für Signings oder so ein Scheiß, oder du läufst auf irgendwelchen Radiosendern nicht mehr, weil du denen entwachsen bist oder irgend so ein Shit. Und ich komme einfach, liefer ab. Ja, Qualität siegt, egal. Und hab eine gute Zeit einfach. Mhm. Ne? Ja, ey, das ist für mich immer das Wichtigste. So. Ich will Sachen machen, wo ich natürlich nach Release denke, ey, das hätte ich besser machen können. Aber es muss halt immer für mich den obersten Standard haben. So, ne? Und ich bin froh, mit J.O.D. in Hamburg halt unfassbar krasses Produzententeam zu haben. Flut ist eine super Songwriterin aus Hamburg, die feiere ich total, mit der mache ich eine Menge. Und geile Leute ab auf der Platte, Johannes, Emmy, ne, und noch ein paar andere Gäste halt. Ich habe eine Frage aus der Community bekommen, weil wir eine Story gemacht hatten und da fragt jemand, bezüglich zu Gedankenmillionäre, wo kriegt man diese Jacke her, diese Gedankenmillionär-Jacke? Ach so, ehrlich gesagt... Gibt es nicht so zu kaufen im Merch-Store? Nee, ehrlich gesagt, ich habe mir das nur für einen Gig irgendwie selber machen lassen mit einer Firma namens Merch Roadie, Werbung. Ja. Aber richtig geile Company und ich habe schon Bock, da was zu machen in der Form. Aber die Jacke ist erstmal nur meine. Schade, sorry Leute. Genau. Corona-Krise. Ja. Wie hat dich das getroffen? Meine Frau, die ist halt Background-Sängerin und war extrem ausgebucht. Eigentlich ab März, wo alles gestoppt wurde, war sie das ganze Jahr ausgebucht. Sie singt für... Sie singt für diverse Künstler, ja. Mhm. Kennt man... Also sie, ja, sie singt halt... wo singt sie? Wo singt sie nicht? Sie macht... Helene macht sie. Maffei macht sie ein bisschen, Sascha macht sie, Ben Zucker. Alles klar. Noch viel so die Musik. Cool, sehr cool. Aber halt super erfolgreich. Und da musst du erstmal eine Arena wieder aufmachen, bis es da losgeht, gefühlt. Ja. Dementsprechend war der Schock erstmal groß, ne, weil es natürlich total krass ist, so auch so jetzt on the long run gesehen. Das Ding läuft jetzt anderthalb Jahre, sag ich mal, weißt du, und wir Künstler
Musiker, die ganze Branche leidet extrem, weißt du. Ich finde es auch extrem krass, dass wir alle so hart leiden darunter und dass wir im Endeffekt so, ich glaube, das Schwierige ist halt einfach, was macht das mit dir, so, weißt du, so, du bist gefühlt so der letzte Dreck unter den Fingernägeln, so, für die Entscheider, weißt du, und bist so in so ein Loch fallen gelassen und keiner fängt dich auf, weißt du. Deswegen hat es uns auf jeden Fall schon hart getroffen, weil wir andere Pläne hatten natürlich. Aber für mich persönlich hätte ich halt das Album niemals machen können. Weil Songs für andere schreiben, das war halt auch so, dass damals 2017 kam unsere kleinste Tochter zur Welt und da war dann auch ein halbes Jahr später eine Tour. Und dann war sie, ja, was machen wir jetzt, so, weißt du? Verstehe. Weil, man muss auf Tour fahren. Exakt. Und dann war es ja, okay, ich kann das managen, aber ich kann das natürlich nicht ohne Family Support machen und ich kann auch nicht alles stehen und liegen lassen. Und daraus ist ja dieses Songwriting entstanden. Und das kannst du halt machen, weil dann hast du halt die Kleine auf dem Arm, fährst ins Studio, layoutest und nimmst sie einfach mit, so, weißt du? Aber ein eigenes Album machen, stundenlang im Studio hängen, das kannst du halt nicht, machst du nicht mal eben nebenbei. Und deswegen kann ich da eigentlich Corona dankbar sein. Aber wie gesagt, das ist das Einzige, wo ich sage, danke. Weil alles andere ist natürlich total schwierig. Ne? Verstehe. Und so Schule, eine Woche Schule, dann wieder nicht, Kita zu, dies, das, jenes. Es sind einfach verrückte Zeiten und ich hoffe, dass halt bald irgendwie wieder Normalität einkehrt, wie das jeder wird. Andere auch. So, weißt du, was ich meine? Und deswegen, ey, ich bin guter Dinge, ich reiß mir den Arsch auf und, ne, und guck, dass ich so viel machen kann wie möglich, bis sie wieder auf Tour fährt und ich dann wieder so, wie mache ich das? Aber was macht man in der Corona-Krise? Keep on walking. Exakt. Und das ist das Stichwort zum nächsten Song, den wir jetzt gleich einblenden werden. Keep on walking if you got that blues. Put on your sneakers or the blue sweatshoes. Keep on walking, walking. Keep on walking. I keep on walking in my walking shoes. This is the time where the soul hangs loose. Keep on walking, walking. Keep on walking. Hey, ladies and gentlemen, mein Name ist Nico Suave, schön, dass ich hier sein darf. Hey, hey, die meisten Leute, die ich kenne, wollen Schulabschlüsse, Kinder machen, Haus und Boot. Ich will lieber Fußabdrücke hinterlassen auf dem Mond, deshalb laufe ich Streife durch das Hinterland, pausenlos, seit ich meine Schleife selber binden kann. Nämlich ein Freiheitsliebender, einen Getriebenen, meinetwegen einen Fliehenden, auf Hip-Hop hängen gebliebenen. Run DMC sagten zu mir, walk this way. Ich brauch keinen festen Wohnsitz, ich wohne in der Hall of Fame. Hoffentlich mache meine Sneaker nie schlapp, wenn das Reisefieber mich packt, denn dann bin ich schnell auf der Stelle hier weg. Verlass gleich schon wieder die Stadt, ich hab gerade eben erneut hinter mir die Türe zugeklatscht. Schuhe brauchen Bewegung. Dafür sind sie gemacht, ich muss keep on walking in the good that blues. Put on your sneakers, all the blue sweatshoes. Keep on walking, 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 walking. Keep on walking, walking. Hey, hey, I keep on walking in my walking shoes. Hey, this is the town where the sun like blues. Keep on walking, 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 walking. Keep on walking. Für einen Job 9 to 5 hab ich leider keine Zeit. Es ist fast so, als wäre meine Nummer 110 oder 112. Egal ob ich das Nike-Zeichen, drei Streifen, Chuck oder Reebok rock, meine Sneaker kleben mehr an den Fersen wie die Cops. Tragen meine Beine, schützen mich vor dem tiefsten Frost. Immer wenn ich in die große weite Welt zieh, wieso? Oft ist es für mich selbst ein Wunder, wie ich in der Welt rumlungere. Laufen am Laufen, nämlich meinetwegen ein Weltenbummler. Hab grad erst wieder meine Türe zugeklatscht. Schuhe brauchen Bewegung, dafür sind sie gemacht. Ich muss keep on walking if you got that blues. Put on your sneakers, all the blue sweatshoes. Keep on walking, 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 walking. Keep on walking. Hey, I keep on walking.
schon viel zu lange Necken gelegen, nur auf einen Fleck und deswegen schlepp mich hier weg aus der Gegend. Ich muss auf die Stelle hier weg, noch ist die Welle perfekt. Es ist Juli, wozu hab ich mich nur in meinem Keller versteckt? Ich hab schon viel zu lange Necken gelegen, nur auf einen Fleck und deswegen schlepp mich hier weg aus der Gegend. Und wer von euch kleinen Spinnern, ihr hindert mich jetzt, denn vom Dinger war ich doch schon immer weit, weit, weit weg. Ready für die Schnellfragerunde? Alright. Hopefully. Schieß los. Hamburg oder Menden? Hamburg. Family oder Karriere? Family. Million auf der Bank oder Million Dollar Mindset? Mindset. Wein oder Bier? Wein. Vergessen oder vergeben? Vergeben. Camouflage ist deine neue Single, beziehungsweise eure neue Single. Die hast du nicht alleine gemacht, sondern mit der Amy. Amy. Ganz genau. Und die holen wir gleich dazu. Und dann könnt ihr gleich erzählen, wie es da zustande kam und was in dem Song geht. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Die sitzt da vorne. Amy! Ich sehe sie schon. Holen wir sie rein, ne? Wir holen sie rein. Alright. Amy, wir haben dich gefunden. Cool, dass du hier reingekommen bist. Ja, wir haben danke, extra noch einen Stuhl für dich gefunden. Ihr habt einen Song zusammen, Camouflage. Wie kam es dazu? Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Wie kam es zu dem Feature-Song? Willst du erzählen oder soll ich erzählen? Mach du mal. Amys Mom ist die Erzieherin meiner Töchter. Ah, alles klar. Gewesen. Ist sie nicht mehr. Aber zu der Zeit war sie das noch. Und dann hat sie mich angesprochen, ob sie hat gesagt, hey, meine Tochter singt und Nima singt ja auch und gibt sie so Gesangsunterricht. Und ich so, nee, macht sie eigentlich nicht. Aber was macht denn deine Tochter so? Und dann hat sie mir so per WhatsApp Videos geschickt, 2 oder 3. Und es war total krass. Und wir waren beide total geflasht und waren so, ey, lass uns mal mit Amy treffen. Und dann ging es sehr schnell. Dann kam die bei uns zu Hause vorbei und dann haben wir mal so ein bisschen gefühlt, so, wie ist sie drauf, was kann man vielleicht zusammen machen. Und dann hatten wir so ein paar Pläne, aber daraus ist erstmal noch nichts geworden. Ja, es hat sich ein bisschen verlaufen erstmal. Ja, genau. Und dann kam der Anruf. Ja, weil ich habe dann angefangen, Camouflage zu schreiben. Und so langsam nahm alles Form an. In welchem Zeitraum war das dann circa? Das war jetzt dieses Jahr, oder? Ja, Anfang des Jahres. Also Anfang des Jahres wart ihr dann, habt ihr bei euch gechillt und habt dann ausgecheckt mit den Vocals und habt zusammen... Nee, das war also letztes Jahr haben wir uns kennengelernt und Anfang des Jahres, als ich das Album gemacht habe, ist irgendwie Camouflage entstanden und ich habe direkt gedacht, okay, ey, das wäre vielleicht voll der geile Song für Amy, weil sie hat so eine nice Stimme und so engelsgleich und ich klinge auf keinem anderen Track auf der Platte so rough irgendwie wie bei dem und das ist ein super geiler Kontrast und das feiere ich. Kann ich nur bestätigen. Dankeschön. Krasse Dankeschön. Stimme. Das haben wir ja auch gleich. Wie lange singst du denn schon? Ja, witzige Story eigentlich. Ich singe eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ne? Also so mit meiner Mom schon damals schon mit 3 Jahren irgendwie zu No One gegrillt irgendwie. No. Aber das war irgendwie nicht, ja genau. Yes. Aber es war halt nie so was Handfestes irgendwie. Aber eigentlich wollte ich immer singen. Ne? Also mir hat das immer mega Spaß gebracht und meine Mom meinte immer so, das ist nichts, das ist nichts. Und dann war ich in der Schule und wir hatten ein Projekt, das hieß MUKU, also Musik und Kunst. Mhm. Und wir mussten uns entscheiden, ob wir Kunst oder Musik nehmen. Und ich war auch schon immer künstlerisch total, war schon immer mein Ding einfach. Und dann dachte ich, okay, singen kann ich sowieso nicht. Komm, mache ich so ein Kunstprojekt. Und dann kam meine Musiklehrerin zu mir und meinte,
du Emmy, eigentlich willst du doch singen. Das weiß ich doch. Und dann hat sie gesagt, komm, ich steck dich jetzt in diesen Musikkurs. Du guckst dir das jetzt mal ein paar Wochen an. Und wenn du es geil findest, dann bleibst du drin. Wenn nicht, kannst du immer noch zurückgehen. Dann bin ich da rein und bin da voll aufgeblüht irgendwie. Und der Leiter, der es gemacht hat, war auch bei so einer Musical Company. Und ja, dann hat sich das alles so verlaufen. Dann habe ich da bei meiner Mama mal vorgesungen. Und dann hat sie gesagt, ach, das ist ja doch gar nicht so schrecklich. Und dann Musical da, Gesangsunterricht hier und dann trat Nico irgendwann Jahre später in mein Leben und dann ging es richtig los. Und jetzt seid ihr hier. Jetzt sind wir mit einem gemeinsamen Song. Voll. Genau. Und ich liebe den Song. Also es ist so einer meiner Favorites auf dem Album. Also perfekt. Meine erste Single und dann gleich so ein Brett, ne? Wow. Das ist echt krass. Um was geht's in dem Song Camouflage? In dem Song geht's so ein bisschen darum, dass man sich mal rausziehen muss. Aus diesem ganzen Wahnsinn, so, weißt du, also jetzt nicht bezogen unbedingt auf Roni, sondern eher so bezogen auf diesen ganzen Alltagsstress, weißt du, und früher, du kommst frisch zusammen mit einer Frau oder halt, ne, als Paar und weiß ja jeder, was, ne, verbringst viel Zeit im Bett, verbringst viel Zeit irgendwie auf der Straße, machst viele Sachen, verrückte Sachen und irgendwann schläft das halt ein, weil der Alltag viel Energie frisst, weißt du, dass du halt diese Spontanität vielleicht irgendwann auch nicht mehr hast. Sei es, bist in einem krassen Job gefangen oder hast eine Family gegründet und dein komplettes Leben ändert sich auf eine gewisse Art und Weise. Du kannst nicht mehr so spontan sein. Und oft hatte ich diesen Drang, weißt du, gerade auch jetzt in der Zeit, so, ey, lass uns mal abhauen hier, so, weißt du, lass mal so wie früher machen. Und auch keinem erzählen, weißt du, scheiß mal auf Handy, scheiß mal auf Insta und dem ganzen Apparat. Und so ist der Song, das ist eigentlich die Story des Songs. So, erzähl keinem, wo du bist und versteck dich, Camouflage, mach dich unsichtbar. So. Voll wichtig, es ist voll wichtig, auch mal rauszugehen, sich rauszunehmen, nicht erreichbar zu sein. Komplett. Ist okay, sich mal zurückzuziehen, ja. Feier ich total. Wie geht's weiter bei dir, Amy? Hast deine erste Single, was sind so deine Pläne? Wie geht's weiter mit der Arena? Arena, sowieso. Das ist alt, ja, geil. Ja, also wie gesagt, komplett am Anfang so. Ich bin echt froh, dass ich Nico an meiner Seite habe, weil sonst wäre ich, glaube ich, vollkommen aufgeschmissen. So. Wir sind jetzt dabei, Sachen zu schreiben, genau. Sachen zu machen und das ist jetzt eher so die nähere Zukunft, auf die ich mich da fokussiere. Klar, mein Ziel generell ist es, Leute zu berühren, Leute zu catchen. Das ist so eigentlich das Hauptziel. So, ne? Ich sage jetzt nicht, ich will mal vor 30.000 oder vor 50.000 oder 100.000 Leuten stehen. Das ist jetzt gar nicht so die Vision, die ich so habe. Aber Leute berühren, am besten so viele wie möglich. Und das ist so die Sache. Und wie das jetzt in der nächsten Zukunft aussieht, das zeigt die Zeit dann. Ja, okay, genau. Sehr, sehr, sehr cool, sehr, sehr bodenständig. Ich hatte gerade so einen geilen Moment. Hey, kennst du die Leute, die so neben einem sitzen, der eine redet und auf einmal fängt die Person an mitzureden, aber nur so die Lippen zu berühren? Ich habe es mal in so Talkshows gesehen, ganz früher, wenn so eine Mutter und ihre Tochter so saßen da und die Tochter labert die ganze Zeit und die Mutter saß so daneben, immer so die Lippen so berührt und so mitgesprochen. Und so habe ich mich gerade kurz gefühlt. Ich wollte auch gerade so die Lippen berühren und so mitreden irgendwie. Ja, genau, also wir sind auf jeden Fall... Das ist totaler Anfang. Ich meine, heute ist das erste Interview. Videodreh haben wir gerade hinter uns gebracht. Das war das erste Video, ist der erste Song, ist voll Neuland. Und ich kenne das Business so. Ich weiß, ich kenne die Schattenseiten, ich kenne die Highs, die Lows. Ich kenne eine Menge Leute, habe hinter die Kulissen blicken können, weißt du. Und versuch Emmy da einfach ein gutes Feeling zu verpassen. Ich meine, es geht natürlich jetzt alles schnell gerade. Ob das erfolgreich wird, wissen wir nicht. Aber jetzt kann sie mal so ein bisschen reinschnuppern in das Business. Aber letztendlich finde ich es total wichtig, gerade für jemanden wie Emmy, für die das alles neu ist, jemanden an der Seite zu haben, der sie supportet, weißt du, wo sie auch weiß, sie kann jederzeit anrufen, wenn irgendwas passiert, weißt du, oder wenn irgendwelche Vögel dann schreiben über Insta und wollen irgendwie sie catchen für whatever. Glaube ich, ist wichtig, eine Bezugsperson zu haben. Die habe ich auch damals gehabt, so, weißt du. Ich konnte auch im Dende zum Beispiel immer anfunken, wenn es um irgendwelche Sachen ging. Und das ist total wichtig, dass man sie noch so ein bisschen schützt. Das ist echt ein Haltbecken auch, ne? Ja, ja, total. Und dass man sie so ein bisschen schützt, aber auch vorbereitet, ne, auf das, was vielleicht passieren kann. Ne? Ja. Und wir machen das aber jetzt entspannt, so mit den JODs sind wir im Studio
und mit Flut, ne, was ich erzählt habe, die Sängerin aus Hamburg, und gucken jetzt mal, wo die Reise hingeht. Ne. Ich glaube, es ist total wichtig, erstmal herauszufinden, was will man denn wirklich machen. Ich meine, klar, wir können uns jetzt irgendwas ausdenken und das wäre ja geil, irgendwie, das gibt es irgendwie noch nicht oder so ein Shit, aber ich glaube, du musst ja auch erstmal zu dir als Künstler finden. So, ne? Und vor allem, wenn du immer jahrelang nur Sachen gecovert hast und auf einmal hast du die Möglichkeit, irgendwie deine Ideen, die du immer mit dir rumträgst, aber du hast dann nicht die Möglichkeit, weil du hast eben nicht die Produzenten an deiner Seite oder sonstiges. Und jetzt hat sie die Möglichkeit, halt mit einem ganz coolen Team mal Sachen auf Spur zu bringen. Wow, das ist richtig schön, auch in so einem behüteten Umfeld von Nico und seinem Team so zu arbeiten. Ja. Das ist mega schön. Ja, lass uns. Das ist auch mega schön. Ja. Also, auch jetzt schon, also ich kann jetzt schon sagen, also die Leute, die ich jetzt bislang kennengelernt habe, immer mega Leute, coole Persönlichkeiten. Und ich kann jetzt schon sagen, und wir stehen ich stehe am absoluten Anfang meiner Reise sozusagen. Ich habe jetzt schon so viele krasse Erfahrungen und Eindrücke gesammelt in den letzten Wochen und Monaten. Ich komme gar nicht hinterher, mir das alles zu verarbeiten. So, ne? Und es ist echt mega, es macht Spaß, es ist einfach cool. Ich habe zwei Geschenkchen natürlich für euch. Ehrlich? Ja, come on. Auto und? Nein. Hier. Zwei Schlüssel. Oha. Nee, ist für dich. Oh Gott, oh Gott. Emmy. Oh, dankeschön, das dankeschön. Dich, das ist für dich. Und ja, ich würde sagen, wir könnt ihr tragen im Studio, bei den nächsten Studio-Sessions, bei den nächsten Promo-Terminen. In Camouflage? Und, ja. Das ist kein Camouflage, aber es geht in die Richtung. Ey, Leo ist voll mein Ding, ne? Hier, ich trage auch einen Ring gerade. Ey, das ist was. Perfekt. Voll mein Ding, das kann ich nur. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, lass doch mal jetzt Musik zusammen machen. Auf jeden Fall. Ich liebe auch den Track zu rappen, weil deswegen let's go. Das machen. Let's go. Los geht's. Straight auf die 7 Richtung Süden, zieh uns mal raus. Aber dürfen's keinem erzählen, sonst fliegen wir auf. Raus in die Anonymität, hab's keinem gesagt. Denn wir halten's low, wie man's halt mit Geheimnissen macht. Das mit dir und mir ist kein Broke-Movie. Bonnie und Clyde, aber so moody. Auch wenn die Sonne nicht scheint, was wär Liebe ohne Struggle, nicht der Rede wert. Keine 40 dafür, nein, das hier ist unser Lebenswerk. Für immer du und ich. Das Bordeaux-Rot schimmert in deinem Gesicht, wo zwei riden in Slow-Mo hinter uns alle shit. Machen uns frei davon, geht nicht mehr darum, was die anderen, sondern wir beide wollen. Wohin wir beide wollen, bleibt unser Geheimnis. Hängst nicht an die große Glocke, wir machen das heimlich. Sind müde vom Fahren und die Augen sind rot, Baby. Wir halten nicht an, schalten auf Autopilot. Ohne Navi, ohne Masterplan, zahlen unsere Suite in Bar. Wir bleiben undercover, Camouflage, für alle anderen unsichtbar. Hinterlassen keine Spuren, niemals, keine Fingerprints, gut getan. Verschwinden vom Radar, Camouflage, für alle anderen unsichtbar. Wir beide bleiben unsichtbar. Wir tauchen ab und gehen offroad, über Wälder und Schleichwege. Keine Business Cards oder Zeitpläne, kein GPS, niemand kann uns orten und findet uns hier. Angenommen, verbotene Dinge passieren, we disappear und sind weg. Denk immer noch oft an die Jahre zuvor, wenig Gepäck, zwei Tickets, tagelang fort. Jedes Mal ein anderer Ort, wir zocken Pariser, ein Lerner, Amsterdam und New York. Und niemand durfte wissen, wo wir waren, nein, niemand, ja. Müssen uns den Wald nach all den Jahren dreist wiederholen. Mittelfinger für die Hater, shit, gibt so viel davon. Lass mal diese Attitude bewahren, bis wir wiederkommen. Ohne Navi, ohne Masterplan, sein unsere Suite in Bahn. Wir bleiben undercover, Camouflage, für alle anderen unsichtbar. Hinterlassen meine Spuren niemals, keine Fingerprints gut getarnt. Verschwinden vom Radar, Camouflage, für alle anderen unsichtbar. Hol uns zurück, was wir verloren haben. Scheiß auf die Rules und die Vorgaben. Solange wir uns beide an Bord haben, reichen uns rostige Felgen, brauchen kein Sportwagen. Wir sind zurück auf unser Zielgerade. Hinter beschlagene Scheiben gehen wir in Schieflage.
solange wir uns beide an Bord haben. Leichten als rostige Felgen, brauchen kein Sportwagen. Denn immer weiter ohne Navi, ohne Masterplan. Zahlen unsere Suite im Bar. Wir bleiben undercover, Camouflage. Für alle anderen unsichtbar. Hinterlassen keine Spuren, niemals. Keine Fingerprints, gut getan. Verschwinden vom Radar, Camouflage. Für alle anderen unsichtbar. Ohne Navi, ohne Masterplan. Zahlen unsere Suite im Bar. Wir bleiben undercover, Camouflage. Für alle anderen unsichtbar. Hinterlassen keine Spuren, niemals. Keine Fingerprints, gut getan. Verschwinden vom Radar, Camouflage. Für alle anderen unsichtbar. Wir beide bleiben unsichtbar. Wir beide bleiben unsichtbar. Ja, Leute, das war's auch schon wieder mit I Love to Jam. In dieser unglaublichen Band waren Florian Lippert an den Keys, Rich an den Drums, Manit an der Gitarre. Wir hatten Laura Lupino an den Vocals. Ich danke ganz herzlich dem The Student Hotel. Ich danke ganz herzlich Red Production. Und die nächste Folge von I Love to Jam kommt schon bald. Deshalb abonniert diesen Kanal hier. Es kommt ein Mann mit einem Bart und einer Sonnenbrille. Und mit Flamingos und Flipper. Ich will nicht zu viel verraten. Es kann sein, dass MC Fitti unser nächster Gast ist. Aber man munkelt. Deshalb lieber mal abonnieren und mal gucken, ob es wirklich stimmt. Alles klar. Bis bald. Euer MPNG. Bye. Wir bleiben undercover, Camouflage. Für alle anderen unsichtbar. Hinterlassen keine Spuren.